So, liebe Freunde der Macht, es geht weiter und zwar letzte Mission: Kultuntersuchung auf Dosun. Wenn man das so ausspricht. So. Der Geheimdienst der Neuen Republik hat Übertragungen vom Planeten Dosun abgefangen. Er glaubt, dass diese Nachrichten von Mitgliedern des Kultes von einem Stützpunkt auf dem Planeten gesendet wurden. Da die Republik in diesem Bereich des Outer Rims keine Flotte unterhält, sollten wir dieses untersuchen. Master Katarn hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass Sie keine Mitglieder des Kults angreifen sollen. Sie sollen nur feststellen, ob die Jünger Ragnos auf dem Planeten sind und diesen als Basis benutzen. Okay, und was, wenn die mich angreifen? Was ist da los? So, haben wir das auf jeden Fall. Und Machtschutz haben wir dann auch. Wunderbar, damit haben wir dann zwei böse Sachen, böse Machtfähigkeiten voll ausgebaut. Und ja, eine gute. Als nächstes mache ich dann auf jeden Fall Heilung. Ich denke, das kann nicht verkehrt sein. Mindestens ein Level ist eigentlich ausreichend. Aber denn nach und nach bleibt man ja dann doch irgendwo stehen und muss die ganze Zeit warten, bis man Macht wieder kriegt, um sich zu heilen. Ich denke, Level 2 Macht Heilung kann nicht verkehrt sein. Jo. So, sie so. Oh, hier, Unsichtbare überall. Runter mit dem Lichtschwert, Jedi. Dann verschonen wir dich. Also ich hätte euch platt gemacht. Einmal Blitz, ihr wärt alle tot gewesen. Dein Glück versuchen. Du bist der Boss hier, okay. So, mein Jedi-Freund. Was halten wir denn von unserer Unterkunft? Warum kommst du nicht runter und überzeugst dich selbst? Wie originell. Gut. Ich habe einen Vorschlag. Es ist hier meist langweilig, daher liebe ich Sport. Ich werde dich freilassen. Solltest du dein Schiff erreichen, kannst du gehen. Doch wenn ich dich schnappe, lade muss ich halt ich dich neu. erschießen. Du bist schließlich ein entflohener Häftling. Hoffentlich bist du besser als der Kopfgeldjäger, den ich vor ein paar Tagen töten musste. Bislang habe ich noch nie Jedi gejagt. Es ist mir eine Ehre. Und falls ich da nicht mitspiele? Dann verrottest du in dieser Zelle. Vielleicht verirrt sich ja jemand und sucht dich hier. Das könnte durchaus passieren, Alter. Mögen die Spiele beginnen. Ja, mögen die Spiele beginnen. Alles klar, Leute. Ja, man hat uns unser Lichtschwert weggenommen, ja? Ich hab das nicht mehr. Was wir haben, sind auf jeden Fall Knarren durch irgendwelche Soldaten. Und was wir auf jeden Fall haben, ist die Macht halt an sich selbst noch. Das kann man uns nicht nehmen. Ja, sowas wie Blitz und den ganzen Scheiß, das kann man uns nicht wegnehmen. Na, guck mal, da habe ich schon einen Blaster. Was hat er da, einen Raketenwerfer oder was? Okay, ich muss hier weg. Oh, Leute, wir kriegen aber ohne Ende Waffen. Gar kein Problem, die rennen ja hier alle damit rum. Oh, da, das hat reingehauen. So. Auch hier wieder ein bisschen Irrgarten. Gerade dadurch, dass man keine Third-Person-Sicht hat, ist es ein bisschen unübersichtlich. Aber ich denke, wir kriegen das hin. So, Code-Karte haben wir auf jeden Fall. Kann man hier auch gleich benutzen. Was wurde da? Was ist mit euch los? Noch jemand? Du bist tot. Hier gibt es einen Schalter. Den tun wir natürlich anpushen.
Was auch immer der machen mag. Hier ist, glaube ich, so ein Fahrstuhl. Genau. Ah, na oben. Hallo. Platt gemacht. Wie gesagt, die können uns materielle Sachen, können sie wegnehmen. Sowas wie Sturmgewehre oder so. Können sie wegnehmen. Aber was man uns nicht wegnehmen kann, ist unsere Macht. Und das sollte man so oft wie es geht benutzen. Macht ja auch Spaß. So. Genau hier. Hier ist noch ein Schaltrowitsch. Aber wo ist der Hangar? Verschaffen Sie sich Zugang zur Abschussrampe oder zur Schussrampe? Was steht da? Startrampe. Ich bin da. Weil die immer so doof fragt. Mal ein bisschen rumballern, ey. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal ballern. Ah, hier, da kommen sie durch. Da. Alles klar. So, hier ist auf jeden Fall die übelste Waffenkammer. Gehen wir einfach mal durch. Zack. Hauen wir alles. Können wir wieder abhauen. Du noch her hier? So, genau. Oh, und dann gibt es hier mehrere Fahrstühle. Jetzt muss ich mal gucken. Mit einem müssen wir hoch. Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und tschüss. Auf den Kram. So, da können wir hier mal ein bisschen gucken. Hier, Kommandozentrale. Was geht da hier? Big Brother. Hier, guck mal, so eine AT-AT ist, glaube ich. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir uns so ein Ding da schnappen könnten. Also, wie es aussieht, gibt es hier irgendwelche Schalter? Nee, gibt es nicht. Ah, alles klar, hier sind wir richtig, genau. So, hier an dem Schießstand. Irgendwas stimmt da nicht, genau, hier. Das Schutzfeld auf der anderen Seite, das müssen wir ausmachen. Denn wenn das nicht mehr da ist, können wir richtig Rambazamba mit diesem Geschütz hier machen. Was sogar Mauern durchschlägt. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Das machen wir jetzt einfach mal. Feuer frei! Alles klar, Leute. Und schon kommen wir durch. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Wahrscheinlich nicht. Ah, hier kommt schon so ein AT-AT, kein Problem. Wer ist da? Hallo? Rein, aber ich habe ja die Scheibe hier kaputt gemacht, müsste mal eigentlich durchspringen können, genau. Nur ein bisschen Energie für die Waffen. Für uns selbst Energie nochmal. Jawohl. Hier kannst du aufmachen, dass du hier so reinkommst, aber das ist ja egal. Das ist wichtig. Genau. Dadurch öffnet sich die Tür oben und das heißt, wir können jetzt hier hoch. Allerdings können wir da nicht hochjumpen. Geht leider nicht. Müssen wir hier lang. Wie beim Fahrstuhl, aber auch kein Thema. Ich denke, jeder weiß, wie ein Fahrstuhl funktioniert.
schlägst dich gut, Jedi. Zu gut. Machen wir dem Spiel ein Ende. Bis des Todes, also. Oh, das hat reingehauen. Ich bin fast so... Oh, ich bin tot. Heftig, wie schnell. Machen wir schnell laden. Ich muss da wieder an dieses Gerät da ran. Also sprich an dieses Geschütz da ran. Weil damit kannst du den Typen da auf jeden Fall treffen. Ich denke mal. Und da waren halt noch andere Assis da in der Nähe. Ja, kennen wir. Du willst auf mich schießen? So, jetzt habe ich ihn mindestens einmal getroffen. Jetzt haut er ab. Jetzt muss ich mich, glaube ich, aber auch erstmal heilen. Oder doch nicht? Erstmal schießen. Da hinten noch den AT-AT. Den hat's auch zerledert. Ich bin tot. Alles cool. Ist scheiße. Verdammt. Ja, Leute. So kann das aussehen. Das wird später noch richtig böse. Ganz ehrlich, die ganzen Jedis und Sis und so. Das wird noch ein richtig mieses Ding. Speichere ich mal hier schon mal. Na, ist klar. Das ist ein Problem mit mir. Aber scheint mich nicht zu treffen hinter diesen Kisten. Das schafft er nicht irgendwie. So wie es aussieht, nicht. So, habe ich das? Ein anderes Gerät hinweggeballert. Müsste ich das eigentlich hinkriegen. Ich muss nur so schnell wie möglich den AT-AT hier da an der rechten Seite platt machen. Und ich glaube, das habe ich gerade geschafft, oder? Ja. Ist platt, das Ding. Alles klar, weiter geht's. Puh. Alles klar, wo sind wir hier? Wieder mal eine exzellente Frage. Ah, da werde ich auch schon gleich getroffen. Hier. Das ist ja nicht mehr normal. Das turnt ihr ja überhaupt nicht ab. Was für Assis hier seid. Stirb, Mann. Heftig. Bin fast tot, Mann. Scheiß Unsichtbaren. Ist ja nicht mehr normal. Und dabei hatte ich gerade 100% Schild, Mann. Schade. Egal. Ah, er hat hier so einen Destruktor. Ach, du Mann. Boah, das boxt ja richtig rein. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Heilung. Sowas, irgendwie sowas. Aber ist schon ein Unterschied, wenn man nicht sein Lichtschwert mehr hat, ne? Und man hat nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwie diese ganzen Geschosse da irgendwie auszuweichen, beziehungsweise sie abzuwehren, denn es ist doch schon mies. Weil jeder Schuss trifft. Oder besser gesagt, entzieht Energie und das ist Mist. Das ist richtig Mist.
Na, aber was meinte ich? Jeder Jedi, der was auf sich hält, der benutzt nur Lichtschwert und seine Macht. Aber was, wenn man kein Lichtschwert mehr hat? Das ist natürlich ein Problem, denn. So. Hier müssen wir nicht lang. Da müssen wir lang. Fahrstuhl. Alles klar. Mach ich mal kurz diese Kisten hier kaputt. Ich meine, die werden mir später noch irgendwie in eine Suppe spucken. Tragischerweise kann ich nicht zulassen, dass du jemandem von meiner Operation berichtest. Adieu, Jedi. Alles klar, Leute. Und hier recht einfach. Entschuldigung. Hier eigentlich recht einfach. Diese Knarre, die er da hat, ist so eine Art Raketenwerfer. Oder was heißt so eine Art? Es kommt da auf jeden Fall ein Projektil raus. Und dieses Projektil kann man mit Schub zurückwerfen. Ja, scheißegal, aus welcher Richtung das kommt. Man kann es zurückwerfen. Dazu muss man allerdings nur gucken, wo ist er denn selber. So, ansonsten immer schön die Fähigkeit nutzen und hier hochjumpen. Sollte kein Problem sein. Boom, da habe ich schon einen gekriegt. Na, hast du noch einen? Komm her. Ja, er schießt nicht mit den Raketen, er schießt mit den Dingels. Mit der Sekundarbewaffnung schießt er und die ist absolut mies gegen Jedis. So, aber ich bin ganz oben. Wo ist er? Da, ich habe ihn gesehen. Komm her hier. Du Lutscher. Von nah an bist du nicht mehr so ein Held, hä? Das war's. Ich habe dich unterschätzt, Jedi. Das ist der Fehler vieler anderer Menschen schon vor dir gewesen. Wir haben die Republik über die versteckte Operation der Hinterbliebenen informiert. Sie wird sich sehr bald der Sache annehmen. Schade, dass Rex keine nützlichen Informationen hatte. Ich bin stolz auf dich, Jaden. Gut gemacht. Dankeschön. Luke möchte jetzt seinen Plan vorstellen, wie wir die Kultanführer finden. Komm zum Besprechungsraum. Alles klar, Leute. Ja, aber da würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal einen Break. Bis zum nächsten Mal und tschüss.